Okay. Du spring zurückrufen, Grube. Jetzt nur eine Frage, wo lebt der gute Mann? Und wir sollten alles hier unterwegs töten, dass uns nichts in die Quere kommt. Du warst mal ein Zivilist, das ist egal. Trainingshalle, nein. Leichen auf dem Boden. Nee, hier nicht. Da waren auch noch 4 Hütten. Nein. Nein. Ein kleines Haus. Das unscheinbare Haus von jemand ganz Unwichtigem. Oder zumindest von jemandem, der den Anschein erwecken will. Das ist kein kleines Haus. Und da ist Tolberti. Und er schießt mit einem Laser auf uns. Ha. Ich hatte ihn wesentlich schlimmer in Erinnerung. Oh. Na, vielleicht auch deswegen, weil wir gerade Laserstrahlen ausweichen, die eigentlich schneller oder genauso schnell wie das Licht sein sollten. Schneller als das Licht, das war eine sehr doofe Aussage. Ignoriert das. Hält schon mal sehr viel aus. Sehr, sehr viel aus. Ich hätte gerne deine Rüstung. Und deinen Blaster, aber ich hätte gerne primär deine Rüstung. Ich denke mal, der Schutz gegen Magie wird uns hier gerade sehr helfen. Weil das wird ähnlich sein wie bei den Minotauren zum Beispiel. Die haben ja einen Instant-Tod-Angriff. Und wenn man Schutz von Magie drauf hat, dann ist er halt nicht instant tot, sondern macht einfach nur Schaden. Genauso wird es bei dem Blaster hier auch sein. Ich kann mich nämlich daran erinnern, früher, dass ich bei ihm immer ausgelöscht wurde, wenn ich getroffen wurde. Was den Kampf doch dezent härter macht. Komm her, dich hauen wir tot. Das tut irgendwie weh. Tolberti ist tot. Kubus gefunden. Wo ist der Kubus? Da ist der Kubus. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Brauchen wir wirklich Blaster. Noch so ein albernes Ding? 2 Blaster und ein Kubus. Da ist ein Gang nach oben. Aber ich sehe keine blauen Gegenstände auf dem Boden. Gucken wir trotzdem kurz hin. Da ist schon mal eine Kiste. Auferstehung, Körpersens, Tag der Götter. Kann alles weg. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch eine Kiste sein. Hm? Symmetrie und so. Gucken wir kurz hin und danach springen wir zurück nach Celeste und geben die Aufgabe ab. Und dann kriegen wir hoffentlich ein paar Antworten. So war jedenfalls der Deal und hier ist keine Kiste. Ungewöhnlich, aber okay. Celeste... östlich Kubus abgeben. Und ich denke mal, das wird sehr viele Erfahrungspunkte geben und dementsprechend können wir das Gold, was wir gerade auf die Bank eingezahlt haben, auch wieder abholen. Oder wir machen einfach Neues. Apropos Neues machen, verzauber mal den da. Regeneriere Trefferpunkte mit der Zeit. Den geben wir mal ihr. Hast du irgendwas, was noch Trefferpunkte regeneriert? Ja, hast du schon. Hast du irgendwas, was Trefferpunkte regeneriert? Außer den Ring, den wir gerade angezogen haben? Hm, anscheinend nicht. Den Helm wollten wir ersetzen. So. Gib uns Antworten. Robert nimmt den Würfel entgegen. Und wieder seid ihr erfolgreich. So nah sind wir nun am Ziel. Ich weiß, ihr habt viele Fragen und ich bin sicher, Resurrectra wird euch sie alle beantworten, wenn ihr nur noch diesen einen Auftrag für sie erledigt. Ihr findet sie bei Garvin Magnus im Thronsaal von Schloss Lambent. Also Resurrectra war Waffen der alten Experte. Oh. Okay. Die Tür ist verschlossen. Waffen der alten Meister.
Und hier war Resurrectra. Das war die mit diesem komischen Metallgehänge im Gesicht. Die lassen uns ganz schön viel rumlaufen, fällt mir gerade auf, aber na gut. Mache ich einfach mal mit. Wir wollen ja schließlich endlich unsere Blaster nutzen können. Und allein schon, dass jetzt die Lehrer da aufgetaucht sind, ist ein sehr gutes Zeichen. Blaster, da ist er schon. So. Das heißt, wir können uns nachher alle den Expertentitel schon mal holen. Sehr schön. Das heißt, du kannst ihn auch schon ausrüsten, ne? Zing. Oh. Stimmt, es war keine Fernkampfwaffe. Es zählt als Nahkampfwaffe. Ja komm, dann bekommen wir erstmal die hier, die Blaster. So. Schloss Lambent. Das hatte ich ganz verdrängt. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass die Blaster die Langbögen ersetzen. Was ja auch irgendwie Sinn macht, aber... Müssen wir nachher mal testen, wenn wir nicht gerade von Engeln umgeben sind oder Magiern, die das Ganze irgendwie persönlich nehmen würden, wenn wir rumschießen. Lichtmagie-Großmeister? Nein. Resurrectra. Danke für die Vervollständigung des Schlüssels. Schon dafür sind wir in eurer Schuld. Ich bin sicher, wir werden in Zukunft noch tiefer in eurer Schuld stehen. Teufel. Unsere Pläne nähern sich rasant ihrem Gelingen, aber es gibt noch einen Haken. Die Krigana, vielleicht kennt ihr sie auch unter Teufel oder Dämonen, müssen alle vernichtet werden, bevor wir unseren Plan umsetzen können. Sie sind Zeichen einer schrecklichen Bedrohung und obwohl sie in diesen Tagen wenig mehr tun, als ihre Wunden lecken, werden sie doch eines Tages wieder Stärke sammeln und die Welt verwüsten. Wenn irgendetwas von dem, was wir tun, eine bleibende Auswirkung haben soll, müssen wir endgültig diese Monster vernichten. Ihr seid stark, aber noch nicht stark genug, um die Teufel alleine zu besiegen. Sie sind gegen die Macht empfindlich, die meistens von Totenbeschwörern verwendet wird und weit seltener von unseren Magiern. Aber es ist unumgänglich, dass ihr den Hort der Teufel eindringt und ihre Anführer Xenophex endlich vernichtet. Das sollte die Bedrohung, die sie für diese Welt darstellen, zumindest für einige Zeit ausschalten. Die Finsteren haben von ihrem Vulkan einen Tunnel in das Land der Riesen gegraben, das Land, das die Teufel ihr eigen nennen. Vielleicht könnt ihr den benutzen. Ja, das haben wir. Und wir haben auch schon die Festung der Teufel gefunden. Und das war's. Das heißt, eigentlich, wenn wir stark genug sind, / wären, könnten wir da jetzt hingehen und versuchen, alle zu töten. Werden wir aber nicht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht stark genug sind. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt zurück nach Celeste, weil das ja so weit weg ist. Und werden erstmal alle... Stopp. Wir sind noch fauler, wir teleportieren uns nochmal nach Celeste zurück. Weil wir müssten garantiert Stufenanstiege haben. Jo. Heben unser ganzes Gold ab. Guten Tag. Vosk verzeiht. So. Aber ihr habt kein Gold. Ach, wir haben ein bisschen was. Die beste hervorragend. Das sind ein paar Stufen. Hervorragend. 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 Das sind eine Menge Stufen. So. Was bringt jetzt genau Blaster auf die höheren Schwierigkeitsstufen? Die Fähigkeit wird zum Angriffsbonus addiert. Angriffsbonus, Angriffsbonus, Angriffsbonus. Das heißt, es wird nicht stärker dadurch. Man trifft nur wahrscheinlicher. Trotzdem hätte ich das gerne bei allen auf 10. Einfach nur, damit wir später ganz viel Piu-Piu machen können. So. Was haben wir noch an Punkten? Du. Streitkolben. Du Licht wie immer. Du musst warten. Und du auch Licht. So. Nächster Schritt. Wir haben nur noch 11.000 Gold, aber das kennen wir ja schon mit dem Auf und Ab bei den Goldreserven, die wir haben. Jetzt gehen wir zu den ganzen Lehrern. Die waren ja beide hier, also Experte und Meister und Großmeister wieder im Schloss Lambent. Ich sollte da echt so einen Wegpunkt setzen.
Ich glaube, das mache ich echt. Du setzt mal einen Wegpunkt hier. Nur für den Fall. Oh, Land der Riesen. Das hält nicht mehr so lange. Die Tür ist verschlossen. Meister? Nein. Experte. Oh, es kostet nicht mal was. Sehr schön. So. 0, 0, 0. Null. Du hast nichts mehr zu sagen. Okay. So, Schloss, Großmeister werden. Land der Riesen springen. Und da erst mit den Blastern rumprobieren. Wie viel Schaden die so machen, ob wir damit die Drachen wegschießen können, die da in der Luft rumschwirren. Und dann gucken wir weiter. Und ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen, hm? Jo. Wir bräuchten auch noch Gefährten. Wobei mir jetzt nicht wirklich einfällt, was für Gefährten, also NPC-Gefährten, wir uns holen sollten. Und ich bin schon wieder falsch. Was zur Hölle? War ich doch gerade richtig? Bin verwirrt. Schloss Lambent? Willkommen. Nein. Der Rat wird euch nun anhören. War Schloss Lambent doch links, hä? Da ist das Tempel des Lichts. Bin mir gerade trotzdem sicher, deswegen gucke ich es nochmal nach. Nee, Schloss Lambent. Menno. Ich bin jetzt schon so oft hier reingelaufen, warum? Egal, lassen wir das. Wird ignoriert. Also, wir springen gleich ins Land der Riesen, blastern da ein bisschen rum. Gucken, wie viel Schaden das Ganze macht. Und dann fällt mir gerade ein, dass wir gar nicht 4 Blaster haben, sondern nur 2. Wo auch immer wir noch Blaster herbekommen könnten. Ja genau, ihr beiden habt jetzt nur einen Blaster. Was nicht ganz so viel Sinn macht. Der Talana macht so ganz gut. Nee, sie macht mehr Schaden. So. Das heißt, er... Du gib die Gerugon. Also Gerugon schießt mit dem Blaster. Sie benutzt ihren Säurestrahl, sie benutzt ihre Implosion und sie schießt mit dem Blaster. So müssten wir einigermaßen gut Schaden machen. Und das testen wir gleich bei den Drachen. Großmeister. Großmeister. Großmeister, Großmeister. So. Drachen. Und Wegpunkt setzen vorher. Setzen hier. So, das heißt, wir springen jetzt gleich rüber. Oh, Waffen könnte ich schon mal anfangen. Springen gleich rüber und setzen da auch einen neuen Wegpunkt. Denn der alte wird ja schon langsam alt. Halt. Schutz. Bewahrung. Du da. Fehlt noch Plus auf alle Stats. Du Plus auf alle Stats. Du springen nach Land der Riesen. So. Du kannst ganz schön schnell schießen mit dem. Lay ist immer noch außer Betrieb wegen dem Buff, aber jetzt müsste sie mitschießen können. Okay. Jo, das wird bestimmt interessant. Du speicher bitte den wieder. Und du flieg. Und jetzt suchen wir uns Drachen. Oder Titan oder was auch immer. Stimmt, wir könnten zur Titanenfestung uns teleportieren. Ansatzweise zumindest. Die dürften jetzt bestimmt gut aufräumen können. Aber ja, gucken wir erstmal. So, was haben wir Schönes? Wow. Oh, 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 oh. So viel dazu. Man sollte nicht mitten über der Horde von Teufeln stehen bleiben. Warum steht Talana nicht wieder auf?
Ahne also. Wir sollten lieber bei so Einzelzielen, wie ich hier das machen. Macht echt nicht viel Schaden, aber dafür sehr schnell. Du, Heilung. Dann tot. Wenn wir davon jetzt noch zwei finden würden, könnten wir echt durchgehen, Piu-Piun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit den Blastern mehr Schaden machen als mit den Zaubern. Auch wenn bei den Zaubern immer 80, 90 sonst was steht. Die Blaster schießen einfach viel, viel häufiger als die Zauber. Talana. Talana ist echt unser größter Haken gerade. Was die Trefferpunkte angeht. Also wenn man zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe hätte mit mehreren Kriegern, dann wäre man unschlagbar. Weil die Krieger einfach nicht sterben und die Blaster den ganzen Rest erledigen. Das war falsch. So. Du... Wie schaut das bei den Erfahrungspunkten eigentlich aus? Ah, da ist schon mal ein Level. Heilung. Also wir können gegen die Tarn bestehen. Damit können wir gegen fast jeden Gegner bestehen. Außer wir stellen uns halt über eine ganze Horde von Teufeln und lassen uns von allen gleichzeitig anschießen. Das wird dann natürlich nicht funktionieren. Das heißt, spaßeshalber, werden wir uns jetzt zu der Festung der Titanen bewegen, das ganze Ding auseinandernehmen, einfach nur für Gold und Erfahrungspunkte und um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Blaster versteckt ist. Weil das ist so ziemlich der schwerste Dungeon vorher gewesen, bevor wir das Land der Titanen hier kennengelernt haben. Und es wäre vielleicht schick, wenn da auch ein Blaster liegen würde. So in Greifreichweite quasi schon. Na gut, ich speichere erstmal ab und das testen wir dann gleich aus. Also bis denne.